So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun haben wir uns aus dem Hotel Keller da unten hochgekämpft und suchen nun zu dem lieben Mädel wieder zu gelangen. Und hoffen nicht die ganze Zeit auf irgendwelche von diesen hässlichen Viechern da unten zu stoßen. Aber ich glaube, die haben es nicht bis da oben hin verbreitet. Hoffen wir es mal. Munition, noch mehr Munition. Scheiße, Pfeile sind voll. Ich müsste mal wieder Pfeile benutzen, aber schon ewig nicht mehr benutzt. Dann richten wir jetzt mal auf. Hier ist ja eh keiner. Hier ist ja eh kein Mensch. Oh, Pillen. Pillen, Pillen. Ach, das ist ein Waffe guter Platz. verbessern. Definitiv mehr. Munition, Führer, Schrotflinte. Nachladen, Magazinkapazität. Definitiv. Zack. Gut. Schön. Dann weniger Rückstoß. Ist auch ganz gut. Dann verziehe ich dich zur Arisch dabei. Nachladetempo könnte man noch eine Stufe höher, damit es richtig Dampf gibt. So geht es doch. Ja, genau, so läuft die Geschichte. Sogar ewig ist es. So, ist die kleine vielleicht hier? Kleine. Nö, sieht schlecht aus. So, auf jeden Fall bräuchte ich mehr Schrotflintenmunition noch. Das wäre Ultra. Richtig Ultra. So. Ja, bleibt mir nicht viel anderes übrig, ne, wie dieser Weg hier zu nehmen. Ein wenig lauschen. Na los doch! Genau deshalb. Ist das Miliz oder Militär? Ich glaube eher Miliz. Heute nicht. Du? Heute nicht. Allerdings bedeutet das ja, dass trotzdem von den Viechern hier rumrennen. Dass sie es doch hier hoch geschafft haben. Verdammte Scheiße. So. Der andere läuft wohl lang. Da hinten ist einer. Oh, der zweite. Ah, der zweite läuft da lang. Oh. Schnell aus der Sicht. Ist jetzt wie so eine Falle. Oh mein Gott, mein Kumpel ist tot. Oh. Und das in dieser freundlichen Umgebung. Die Waffe war nicht mal nachgeladen, verdammte Kacke. So, komm her. Hui. Hör doch auf mich zu schießen, Mensch. Jetzt hat man die Frage, wo sitzt der? Ne? Diese alte Sau. Ah, da hinten. Hat sich was bewegt, hinten hat sich was bewegt. Da sitzt er. Mal, die nächste bist du auch gekommen, Alter. Bro. Was? Alter, das sind. Ach Gott, das sind ja noch mehr. Ich will auch keine Schrott finden, die brauche ich für die Zombies. Allerdings, wenn da 1, 2.
Ja, zwei Stück sind. Der eine mit dem Basie, den kriege ich eh nicht geschlagen, weil der blockt mich einfach ab und zieht mir dann das Ding über den Schädel. Also den Typ muss ich auf jeden Fall abknallen. Also die Frage, ob mit Schrodi oder mit meinem Revolver. Ich tippe auf Revolver. Weil wenn ich ihn von hinten erwische, könnte ich ihn auch ausschalten. Wo bist du, du Hier. So. Das erinnert mich gerade an Batman. Ja. Jawohl. Hat so mal schön die Mauer geschossen, damit der Typ auch weiß, wo ich sitze. Oh, scheiße, Mann. Das ist ein richtig hässliches Geschäft da, die Zombie-Killers. So. Jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt natürlich nur die Frage, wie kommen wir zu meinem Mädel? Schalala. Da geht's nicht lang. Da geht's auch nicht hoch. Da ist alles blockiert. Da ist alles blockiert. Das ist doch Kacke. So richtig scheiße. So. Was hat man hier? Ah, das ist auch wieder jede Menge Material. Das war's aber auch schon wieder, ne? Da hört's doch an, als ob irgendwann rumschleicht, oder? Macht doch noch ein bisschen mehr Lärm. So. Wir waren noch nicht laut genug. Apropos laut genug, ich will jetzt endlich mal da hoch. Sonst werde ich hier mal laut. So, an der Tür kann ich ja knicken, du. Ah, sollen wir was bestellen? Vielleicht kommt ja ein Zombie-Butler oder so. Hier könnte ich hoch. Jetzt brauche ich nur irgendwas, was ich da hinschieben kann. Irgendwas, was sich ziehen, schieben, was auch immer lässt. Na, hier haben wir, denke ich, nichts, oder? Oder hat da jemand was gesehen? Leute, jetzt kommt schon. Das Mädel ist da oben ganz allein. Na gut, vielleicht auch in Begleitung von lauter Typen, die sie killen wollen, aber hier komme ich allein nicht hoch. Ah. Manchmal ist man schon ganz schön blind, oder? Das ist ja der Wahnsinn. So. Wird ja immer schön, wie es gehört, in so einem übelst harten Winkel angestellt. Jawohl! Oh Mann. Der Kampf. Alter. Die geht ab, die Kleine. Den habe ich ja voll erwischt, hä? Ja, allerdings. Mir ist schlecht.
Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Immer nein. Ganz. Wie wär's mit... Hey, Lucy Ellie, das drauf. War nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Genau, okay. Das Mädchen wird mir immer sympathischer. So. Jetzt krabbelt schon, du Sau. Weiß nicht, manchmal tut er den Befehl gar nicht annehmen. Weiß nicht, ob der Controller vielleicht zu schwach ist. Ich hab ihn erst aufgeladen komplett, Alter. Denke ich statt da immer nicht, ne? Alter, wie langsam bist du denn, Kleine? Komm schon. Okay. Wieder raus. Die Brücke finden. Du sagst, wo es lang geht. Jawohl. Die Brücke. Ich hasse das. Ist da jemand? Hallo? Nö, nö. Nö, nö. 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 Na, dann können wir ganz in Ruhe alles einsacken, was wir hier finden. Und auch noch von einem Gewehr, wo ich so eine volle Munition habe, aber nie benutzt. Yeah. Das haben sie mal verrammelt, du. Komm schon, Mädel. Bewegung. Wird gejoggt. Alter, was ist das? Nahkampf. Waffen verbessern. Yeah. Das ist cool. Könnte es so, glaub gar nicht, ne. Erstmal Medikit herstellen, zwei Stück. So, dann tun wir unter Basie. Konsistenz. Ja, das müsste ganz gut. Basie tun wir verbessern. Hau mal ganz trocken eine Schere drauf. So. Ach, ist das ein schöner Saal. Das ist aber schön, oder? Also gemütlich hier mit deinem Schlagzeug und so. Alter. Da war mal eine Fete, wa? Abschlussball. Wow, unglaublich. Die Tür könnte rausführen. Hey, weißt du, wie wir da raufkommen? Nein. Reden wir mal mit ein bisschen. Eine Kulisse. Die Leute haben davor Fotos gemacht. Ja, ich weiß, was das ist. Das ist gut. Wenigstens weiß ich Bescheid. So, wie soll da raufkommen, ne? Eine Leiter ist vermutlich zu kurz dafür. Ja, du hast immer recht. Warum noch reden? Geh einfach weg, Joel. Die hat wohl ihre Tage, wa? Tja. So, da die Facecam gerade ausgegangen ist und wir sowieso gerade an einem perfekten Punkt sind für eine gute Pause, sage ich, das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und haut rein.